Thema Gruppenlaufzeit ganz fix erklärt jetzt vorm Vorspann. Und wer es dann noch nicht kapiert hat, kann nach dem Vorspann weiterschauen. Stellt euch vor, ihr seid auf Schloss Neuschwanstein und wollt an einer Führung teilnehmen. Da gehen ja normalerweise immer ganze Gruppen an Leuten rein, gehen durch Neuschwanstein durch und kommen alle gleichzeitig hinten wieder raus. Das wäre eine perfekte Gruppenlaufzeit. Aber in Wirklichkeit ist es manchmal so, dass der dicke Mann, der mittlere hier und der kleine Pfiffikus nicht die gleiche Laufzeit haben. Der Kleine rennt einfach durch, der mittlere guckt sich alles vernünftig an und der dicke, so einer wie ich, ne, der bleibt ja schon im ersten Raum stecken. Der kommt ziemlich spät hinten wieder raus. Und das ist genau das, was wir gar nicht wollen. Vorspann. Hallo, moin moin, Servus, grüß Gott, wo auch immer herkommt. In Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, vorm Vorspann, das war heute gar nicht mal so Blödelei, sondern das war schon ernst gemeint. Da waren wir mal auf Schloss Neuschwanstein und haben mal geschaut, wie schnell denn so eine Gruppe da durchläuft. Das war eine Gruppe von Menschen. Beim Group Delay geht es eigentlich um eine Gruppe von Frequenzen, sagt man, kann man sagen. Das heißt im Grunde, euer gesamter Frequenzbereich, den ihr hören könnt, der braucht ja eine gewisse Zeit, bis er zu eurem Ohr kommt. Da haben wir einmal die Schallgeschwindigkeit, das kennen wir schon. Das sogenannte Delay, was da entsteht, aufgrund der Laufzeit von eurem Lautsprecher bis zu den Ohren. Schallgeschwindigkeit, bla bla, ist klar. Aber es entstehen leider auch im Lautsprechersystem selbst Verzögerungen. Und die sind nicht bei jeder Frequenz gleich. Wenn ihr zum Beispiel ein reflexgeladenes Bassgehäuse habt, ein Bassreflex von mir aus oder eine TQVT oder eine Transmission Line oder wie auch immer, dann entstehen da automatisch aufgrund dieses Bauprinzips Laufzeiten. Das heißt, der Bass wird verzögert wiedergegeben. Die gleichen Geschichten können wir auch haben, das war ja der Bass hier in dem Vorspann, zwischen dem Hoch- und dem Mitteltöner zum Beispiel. Wenn ich da sehr komplexe Frequenzweichen reinbaue, 18 dB Filter zum Beispiel. Jedes Filterglied verzögert ein wenig die Zeit. Das sind Phasenverschiebungen, die da entstehen. Und ja, so kommt es dann, dass vielleicht in manchen Frequenzbereichen nur verzögert der Ton wiedergegeben wird. Das ist eine Sache, die können wir mit REW messen. Und ja, auch dieses Video gehört wieder in die, sag mal, in die Reihe der REW-Videos. Wie funktioniert REW? Was kann ich damit machen? Heute schauen wir uns dieses Group Delay Fenster mal genauer an und wir können auch ein paar Messungen machen an Lautsprechern und schauen uns dann mal an, wie sehen die Dinger eigentlich aus. Und ja, da machen wir dann mal meine Eigenentwicklung, die wir in den letzten Monaten schon hatten, mal ein bisschen schlecht, ne? Würde ich sagen. Viel Spaß. Tja, und Leute, die den Kanal schon länger verfolgen, kennen die drei Lautsprecher, die ich hier aufgebaut habe. Das ist einmal die kleine Sau, die habe ich schon ein paar Mal vorgehabt. Ist eine, ich sag mal, Willy-Wusel-Entwicklung vor meiner YouTube-Zeit. Dann haben wir zusammengebaut hier in der Mitte die Moni. Die ist damals auf ja, sehr viel Liebe gestoßen bei euch. Leider ist der Bass ausverkauft. Ich bin weiterhin dran, dafür einen Ersatz zu finden, dass ich da nochmal eine Auflage machen kann. Und gar nicht mal so alt haben wir hier die Tempest noch stehen, als Vertreter einer Art Transmission Line TQVT. Ja, doch, Transmission Line ist es ja im Grunde. Ja, das sind die drei Vertreter, die wir heute da haben. Und die wollen wir uns anschauen. Angeschlossen habe ich da hinten jetzt schon die kleine Sau. Das Mikrofon habe ich hier so stehen. So ungefähr habe ich es stehen, sagen wir mal so. Es kommt mir jetzt nicht auf den super geraden, tollen Frequenzgang hier an, auf die perfekte, ausgerichtete Messung, sondern wir wollen uns ja Group Delay anschauen. Da schmeiße ich das Mikro da einfach irgendwie hin und messe mal drauf los. Das sollte reichen für heute. Ja, am Rechner selbst könnt ihr sehen, läuft schon wieder REW. Und ja, von Group Delay ist hier
weit und breit keine Spur, nichts zu sehen. Wir haben jetzt hier nur die Grundfunktion, die es gibt. Und wir wollen ja erstmal eine Messung im Kasten haben, damit wir überhaupt vernünftig Group Delay sehen können. Ich zeige es euch in dem Moment, wo ihr die erste Messung gemacht habt, und die führe ich jetzt durch. Ich kontrolliere noch mal schnell. 10 bis 24.000 Hertz, Pegel stimmt, alles schön. Start. So, jetzt habe ich hier die erste Messung von der kleinen Sau einfach mal auf dem Bildschirm. Habt ihr es eigentlich gerade eben gehört? Es war ein kleiner Sweep vorher zu hören. Diesen kleinen Test-Sweep bekommt ihr, damit REW den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher festlegen kann. Und bei dieser Art Group Delay-Messung ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Komme ich nämlich gleich noch näher drauf. Ich zeige es euch auch gerne nochmal, wenn ihr ins Messfenster geht. Dann habt ihr hier oben Use Acoustic Timing Reference. Und damit wird, wie gesagt, vorher zur Festlegung des Timings ein kleiner Mini-Sweep ausgesendet, damit REW die Laufzeit weiß zwischen Signalerzeugung und Mikrofon und kann dann alles sozusagen nullen. Nullen, was bedeutet das? Zeige ich euch gerne auch. Ich mache mal das Messfenster wieder zu. Wenn ihr hier ins Impulsfenster reingeht, zum Beispiel, dann seht ihr, dass der Startimpuls jetzt hier tatsächlich bei 0 Mikrosekunden liegt. Absolut 0 Referenzzeit. Null. Und ja, diese Laufzeit, die normalerweise zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrofon ist, wird dann einfach genullt, wird rausgerechnet. Dafür ist dieser kleine Sweep am Anfang. Und warum habe ich das gemacht? Und jetzt kommen wir zum Group Delay. Das Group Delay findet ihr nach der ersten Messung hier oben bei diesen Fenstern unter GD. Da drücke ich jetzt mal rauf. Und dann wird euch das sogenannte Group Delay angezeigt, und jetzt bezieht sich das hier alles tatsächlich auf diesen Nullpunkt. Das heißt, Verzögerung und Delays, die ihr jetzt habt zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrofon, die werden nicht berücksichtigt. Was ihr da auf dem Bildschirm seht, sind jetzt rein die Verzögerungen und Delays, die im Lautsprecher selbst erzeugt werden, relativ zum Eingangssignal. Und ja, das ist ein Breitbandlautsprecher, den wir da haben. Der hat keinen Bassreflex, der hat keine besonderen Sachen. Und da könnt ihr schon hier sehen, das spielt sich komplett alles hier bei Null ab. Alles wunderbar gerade und toll. Hier ist der Nullpunkt und wir haben hier keine besonderen Delays drin. Außer hier unten in einem Bereich hat REW das jetzt sozusagen gemessen. Ja, in einem Bereich, wo der Lautsprecher eh nicht mehr arbeitet. Ich denke mal, da hat einfach nur Pegel gefehlt. Das konnte er nicht richtig kalkulieren. Ja, so sieht also ein Breitbänder aus, der nicht in einem Bassreflexgehäuse drin sitzt, der in einem geschlossenen Gehäuse drin sitzt. Das Ding ist lineal glatt. Und ich denke mal, was ihr hier seht, das ist auch ganz, ganz oft der Grund, warum Breitbandlautsprecher als, wie soll ich sagen, besonders. Ja, authentisch ist das falsche Wort. Von der Räumlichkeit und vom Zusammenspiel aller Töne und aller Frequenzen wirkt ein Breitbandlautsprecher oftmals sehr, sehr aus einem Guss, möchte ich mal sagen. Und klar, alle Frequenzen werden von einem Chassis abgestrahlt. Bei allen tonalen Fehlern zum Trotz ist das eine Sache, die dann diesen Klangeindruck gibt, möchte ich mal sagen. Okay. Das ist der Breitbänder. Ich würde sagen, wir machen erstmal weitere Messungen jetzt hier, bevor ich darauf eingehe, was ist hörbar und was ist nicht. Ja, und dazu stöpsel ich jetzt mal auf die Moni um. Die Moni ist ein Drei-Wege-Lautsprecher mit einer recht komplexen Weiche da drin. Drei Wege, ihr seht jetzt nur zwei Chassis. Für die Leute, die Moni nicht kennen, das hier ist ein Koax-Chassis mit einem Mittel- und Hochton getrennt. Das heißt, die werden getrennt angesteuert und haben auch eigene Weichen. Im Grunde ist es also eine Drei-Wege-Box. Ich stöpsel um, dann messen wir mal die Moni.
einmal mal losmachen hier. So, ab in die Klemmen von der Moni hinein. Ja, und auch das Mikrofon werde ich wieder mal jetzt hier ohne groß eine Wissenschaft draus zu machen, ungefähr vor die Moni packen. Wie gesagt, wenn der Frequenzgang, und die hat einen guten Frequenzgang, jetzt ein bisschen schief und krumm ist, dann liegt es einfach an der Aufstellung hier. Okay, Messung der Moni. Wie sieht das aus? Ich gehe erstmal wieder auf SPL. Ich möchte mir erstmal den Frequenzgang anzeigen lassen und mache eine Messung. So, das hier ist der Frequenzgang der Moni. Hier habe ich schon mal wieder einen kleinen Buckel drin, was immer im Raum liegt bei 180 Hertz. Den können wir vergessen. Und ja, die Moni ist weiterhin wirklich grandios, lineal, glatt. Ist wirklich eine Tip-Top-Box geworden zum Abhören von Musik, zum Mixen im Nahfeld. Das ist ein Nahfeldmonitor. Okay, wie sieht es denn jetzt aus mit der Gruppenlaufzeit? Das ist ja die Frage. Kommen hier alle Frequenzen, die ich hier habe, tatsächlich gleichzeitig zum Ohr? Der Frequenzgangschrieb sagt darüber nichts. Nur der Phasenschrieb, der sagt vielleicht was. Weil die Phase hängt ganz klar zusammen mit der Gruppenlaufzeit. Das wäre aber, glaube ich, zu viel des Guten. Ihr könnt ja alles in der Gruppenlaufzeit ablesen. Okay, ich gehe einfach mal wieder auf den GD-Tab hier für diese Messung. Zack. Ja, und was sehen wir jetzt hier? Auch die Moni arbeitet im Hochmitteltonbereich relativ gut. Sie hat ja hier so einen kleinen Buckel drin. Muss ich mal gucken, den hatte ich vorher aber auch. Das sieht schon ganz gut aus. Und untenrum, achtet mal hier auf den Bereich 40, 50, 60 Hertz. Das ist der Breitbänder. Der ist hier auch sehr, sehr flach. Und die Moni, die hat hier schon eine ziemliche Überhöhung. Und da werde ich mal so ein bisschen reinscrollen, damit wir mehr sehen. So, wir wollen ja nicht schummeln hier. Schiebe ich mir das wieder hin. So, jetzt haben wir ein besseres Bild. Und da könnt ihr sehen, dass die Moni hier unten im Bassbereich, ja, hier so bei 70, 80 Hertz, 10 Millisekunden hat. Und hier unten rum bei 40 Hertz, und da arbeitet die ja auch noch, da hat er so um die 15 Millisekunden Verzögerung. Das hier ganz unten vergessen wir mal wieder. Ist wieder Messfehler, denke ich. Da wird nichts übertragen. Interessant für euch der Bereich, sage ich mal, bei dem Ding so ab 30 Hertz. Und wir haben hier ein stark verzögertes Verhalten im Bereich 40, 50, 60, 70 Hertz. Was ist das? Was ist denn mit der Moni los? Was hat die Moni denn da? Das kann ich euch sagen. Die Moni ist eine Bassreflexbox. Die ist von der Bassreflexabstimmung relativ schlank abgestimmt, möchte ich mal sagen. Nähert sich also einer geschlossenen Box eher an. Aber hier ist ein Bassreflexkanal und die Bassfrequenzen, die da unten rum abgestrahlt werden, ja, die müssen erstmal hier in das Federmassesystem des Lautsprechers rein. Das dauert, bis sich das aufschwingt. Für jede Frequenz ein bisschen anders. Das ist ein zusätzliches System, was ich da angekoppelt habe. Und dieses zusätzliche System braucht seine Zeit, bis der Schall abgestrahlt wird. Und deshalb ist die Moni hier im Bassbereich ein bisschen später dran. Und wenn wir jetzt wieder auf Neuschwanstein sind, ja, das war der Dicke, der halt ein bisschen länger braucht. Der muss sich halt mal zwischendurch erstmal nochmal so richtig aufraffen, damit er auch rauskommt. Interessant wird es jetzt, wie sieht es aus mit einer Transmission Line oder Art Transmission Line. Dafür habe ich ja die Tempest hier hergestellt. Und ja, die sind dafür verschrien, einen sehr sahnigen und tiefen Bass zu erzeugen. Der aber, und da muss ich den Kritikern recht geben, oftmals hörbar verhalten ist, ein bisschen hinterherhinkt und nicht ganz so auf den Punkt spielt. Es ist ein toller, warmer, seidiger, sahniger Bass, der manchmal aber auch ein bisschen für sich arbeitet, möchte ich sagen. Und
kann man das auch sehen an der Group Delay Messung. Das wollen wir schauen. Deshalb stöpsel ich jetzt um von der Moni auf die Tempest. Wer die Tempest nicht kennt, ich verlinke euch mal die komplette Playlist in der Ecke. Es ist eine, ich möchte mal sagen, Anfängerbox, die den kompletten Frequenzbereich kann. Wirklich vom Bassbereich aufgrund des Bauprinzips bis in die Höhen. Sie hat einen absolut grandiosen Breitbänder drin. Ich verlinke euch, wie gesagt, habe ich gerade eben schon in der Ecke die Playlist. Wer Interesse hat, ein grandioses Anfängerteil. Der Breitbänder kostet ein Upload ein Ei und los geht's. Ich stöpsel um. Zack, zack. Hinein in die Tempest, die Klemmen. So. Und natürlich auch das Mikrofon wieder ein bisschen umbauen hier. Wir wollen ja wenigstens halbwegs richtig messen. So, würde ich sagen, ist das Ganze in Ordnung. Ja, passt. Was soll's. Ich mache da ja heute keine Wissenschaft draus. Tempest. Messung. Und jetzt achtet wieder auf den kleinen Swip vorher, der da kommt. Das ist wieder diese REW-Messung, um die Laufzeit erstmal rauszukriegen, die zwischen Mikrofon und Lautsprecher ist. So, ui, da habe ich aber hier wirklich ein Problem. Ich denke mal, das liegt an der Aufstellung am Mikrofon. Okay, wir wollen ja nicht so drauf gucken. Das ist jetzt der gemessene Frequenzgang in dieser Aufstellung der Tempest. Und spannenderweise schauen wir uns jetzt tatsächlich an Group Delay der Tempest. Wow. Und da könnt ihr schon sehen, dass das Ding tatsächlich, ich scroll das nochmal ein bisschen anders hin, da wo die Transmission Line wirkt bei der Tempest, da ist es heftigst 80, über 80 Millisekunden verzögert. Also das ist ein Pfund. Das ist richtig viel. Warum ist es bei der Tempest so? Wie gesagt, es ist eine quasi Transmission Line, die wir da entwickelt haben. Und das kleine Chassis, das hier oben drin ist, schafft da nicht wirklich den Bassbereich. Schafft es einfach nicht. Das kleine Chassis ist aber gut in der Lage, diese Transmission Line anzuregen. Und alles, was ihr an Tiefbassausbeute von diesem Lautsprecher bekommt, entsteht im Grunde in dieser Line. Und die ist ziemlich lang. Sie ist, ja, wie gesagt, muss sich erst aufschwingen, wie so eine Orgelpfeife. Und dementsprechend habe ich da eine starke, starke Verzögerung drin. Macht trotzdem Spaß zu hören. Ich habe das Ding jetzt seit Wochen bei mir in der Stube gehabt. Höre ich fast jeden Tag. Andere Geschichte. Ja, jetzt gehen wir noch mal ein hier auf die Hörbarkeit von diesem Group Delay. Wir sehen jetzt also, dass die Bässe ziemlich lahmarschig sind. Entschuldigt das Wort. Ziemlich hinterherhinken. Ich habe hier noch gewisse Welligkeiten drin, woher die auch kommen. Nach oben hin ist wieder alles wunderbar. Wir haben jetzt bei den Lautsprechern, die wir gemessen haben, hier oben keine großen Abweichungen drin. Ich glaube, erahnen lässt es sich vielleicht bei der Moni. Naja, ist vielleicht hier so ein bisschen welliger, aber da gebe ich jetzt nichts drauf. Nee, ist es nicht. Sieht schon gut aus. Wenn ihr allerdings deutlich komplexere Lautsprecher habt mit deutlich komplexeren Frequenzweichen, vielleicht ein Chassis bis an seinen Übertragungsbereich heran arbeiten lasst und dann noch eine Weiche setzt, dann werdet ihr unter Umständen hier Abweichungen sehen. Und da ist die Frage, welche Abweichung ist jetzt statthaft? Ja, und da sagt der Volksmund, und da gibt es eine Tabelle für, wie heißt es nochmal, Blauert und Laws oder sowas, eine Tabelle, wo jemand mal die Hörbarkeit von solchen Verzögerungen untersucht hat. Und man sagt im Grunde, alles, was sich hier im Bereich ab 1 Kilohertz abspielt, sollte keine größere Abweichung haben als 1 bis 2 Millisekunden. Alles darunter ist nicht hörbar. Und
Ja, das sind auch schon so ein bisschen High-End-Werte, sagen wir mal. Wenn es dann ein bisschen mehr mal irgendwo ist, wenn es dann mal irgendwo über die Stränge schlägt, seid nicht päpstlicher als der Papst. Hört den Lautsprecher an mit eurer Probeweiche und entscheidet selbst, ob er geil klingt oder nicht. Ganz einfache Sache. Man muss nicht immer, also man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Trotzdem, die Tabelle sagt, alles, was hier, ich sag mal, unterhalb von 2 Millisekunden ist, ist in Ordnung. Bei 500 Hertz ist da so die Grenze gesetzt. Da dürfen, glaube ich, auch schon 4 bis 5 Millisekunden oder sowas sein. Ich habe mir die Tabelle jetzt vorher nicht angeguckt. Und ja, im Bassbereich, da scheiden sich die Geister. Alles unter 500 Hertz, da sagt der Entwickler Volksmund, sollte sich nicht über 10 bis 20 Millisekunden abspielen. Weil das Ohr das sonst merkt, hört, da kommen wieder Überdeckungseffekte und so weiter und so fort ins Spiel. Ja, meine Tempest, die hat hier an dieser Stelle hoffnungslos versagt. Auf 40 Hertz, auf Tuning-Frequenz der Line, hämmert das Ding hier über 80 Millisekunden später los. Das ist zugegebenermaßen schon eine ganze Menge. Aber mir macht es trotzdem Spaß. Und Spaß soll es ja letztendlich bereiten. Ja, da würde ich sagen, das ist jetzt mal Group Delay erklärt von diesen Lautsprechern. Man kann es hier sehr schön ablesen, ob die ganze Gruppe, die hier durch Neuschwanstein wandert, gleichzeitig ankommt oder ob vielleicht der dicke Bass ein bisschen länger braucht. Bis nächstes Mal. Tschüss.